Bayonetta. Ein herzliches Hallo und willkommen zurück zu Bayonetta 2 und wir starten direkt in Kapitel 11 mit einer neuen Waffe und einer neuen Uniform. Nämlich der Schuluniform. Und ich habe mich für die Schuluniform entschieden und gegen das Kleid, weil wir Bayonetta im Kleid am Anfang schon gesehen haben und ich das Kleid nicht schmutzig machen möchte. Eventuell kriegen wir noch genug Geld zusammen, damit ich das Kleid noch kaufen kann. Dann sehen wir das wahrscheinlich in Part 14 oder 15. Mal schauen. Zuerst mal kämpfen wir jetzt in der schicken Schuluniform. I came to pick up a friend. It's almost her curfew. Halaraklir, Koranzon, Mua, Kripokranz, Akwas Madrid. Tilgav Ribs Agmach, Amd Gefa, Zax Kotsb, Old Und Ukklin. Babylon Apakna Niso. Ninibonglasti founds Nunkf, Prinsar. Nunk vipuran galvan, Hures tlasad pi. Are you still going to forgive me my trespasses now? What are you going to do without your precious palace? Agzakar Nunkf. His umbra koronzont. Kassam nunkf, verboen eran madama butterfly. Nikma pai las madama butterfly. Matba katsba, zurdo umf, zurnzava umzamba. Good thing the three of us girls enjoy a good cat. Ist jetzt ein wenig unspektakulär. Die Ausgeburt der Hassliebe. Erstaunlich, die Ausgeburt der Hassliebe. I don't know what you did to piss her off, but whatever it was, nice. Wobei ich sagen muss, die sehen sich irgendwie ziemlich ähnlich. Aber wir wechseln gleich mal zur anderen Waffe, nämlich den Kettensägen. Und haben hier ein wenig Kettensägen-Spaß. Vielleicht. Allerdings fürchte ich, dass die Kettensägen mich ein wenig... Okay, ich muss mich, glaube ich, zuerst mal um die Pflanzen hier kümmern. Die gehen mir tierisch auf den Senkel. So, ich glaube, die Kettensägen, so cool wie sie sind, sind mir ein wenig zu langsam, was den Angriff angeht. Also, wenn ich hier zuschlage, dann brauche ich... Ich will öfter schneller treffen. Das dauert mir alles irgendwie zu lange. Ihr seht es ja, ich komme hier nicht so richtig gut damit klar. Was ziemlich problematisch ist, ich habe nämlich keine Heil-Items mehr. Das heißt, ich sollte wohl definitiv nochmal zurückwechseln. Auf der anderen Seite, ich meine, jetzt kann ich hier nochmal ein wenig Kettensägen-Action im Umbra-Klimax machen und dann definitiv zurückwechseln, weil, wie gesagt, ich glaube, ich habe keine Heil-Items mehr. Und das wäre unpraktisch. Nope. Alles klar. Da ist meine einzige Hoffnung der rotglühende Schuss, den ich hier habe. Ach, verdammt, falscher Knopf. Tja, dann werde ich den rotglühenden Schuss wohl jetzt leider mal nutzen müssen, weil ich hier zu viel Zeit verschwendet habe mit den Kettensägen. Ja, Kettensägen. Boah, nee, ehrlich gesagt, nee. Da versuche ich es lieber nochmal von vorne. Diesmal nicht mit den Kettensägen, sondern gleich mit den
sondern gleich mit den Schwertern. Weil die Kettensägen sind cool. Ich glaube, die sind für den Bosskampf hier nur einfach nicht sonderlich gut geeignet. Aber man kann es ja nochmal versuchen. Auf jeden Fall sind sie gegen die Pflanzen hier sehr praktisch. Und ich stehe auf die Kettensägen. Die Kettensägen sind schon sau cool. Ich möchte eigentlich... Ach, ich hätte den rotglühenden Schuss einfach nutzen sollen und dann ein bisschen besser aufpassen. Weil die richten schon verdammt viel Schaden an. Habe ich denn vielleicht... Vielleicht habe ich ja noch... Es tut mir leid, dass ich den Kampf hier ständig unterbreche. Aber ich habe halt echt gar nichts mehr so... Lutschermäßig. Ungünstig. Ich kann hier mit dem mit der Magie und dem rotglühenden Schuss dazu definitiv mal ordentlich Schaden anrichten. So schnell kann das gehen. Ich glaube, die kriegen wir noch. Zumindest mal die erste Phase. Ich wette, das war's noch nicht. Und Bayonetta sieht schon schick aus in ihrer roten Schuluniform. Gibt's auch noch in Gelb und Blau. So, und jetzt kämpfen wir gegen die tatsächliche Ausgeburt der Ausgeburt des Wahnsinns diesmal. Nicht der Hassliebe, sondern des Wahnsinns. Alles klar. Ja, und ich würde sagen, dafür hat sich die Schuluniform doch schon gelohnt. Ich fürchte nur, dass es mir hier leicht zum Verhängnis... Oh, Volltreffer. Dass es mir hier leicht zum Verhängnis wird, dass ich keine Heil-Items gekauft habe, als ich eben die Chance dazu hatte. Auf der anderen Seite erweist sich die Kettensäge hier, glaube ich, als echt sehr, sehr angenehmer Verbündeter. Och, oder auch nicht. Gut, da kann die Kettensäge nichts für, aber... So, immerhin haben wir eine Phase geschafft. Das heißt, falls wir jetzt sterben, müssen wir nicht wieder von ganz vorne anfangen.
ich wette mit euch, dass wir das hier nicht komplett überleben. Ich versuche mein Bestes. Aber so viel wie die uns hier abzieht, sind wir auch... Nee, wir sind noch nicht tot. Okay. Dann eben jetzt. Oder auch nicht. Jetzt? Nein, noch nicht. Nur noch nicht. Wir leben noch. Still living. I'm living a dream in hell. A nightmare is more what it is here. Ich säge immer mehr. Und eine weitere Phase. Und dann ist sie nicht mehr. Das werde ich nicht überleben. Ich überlebe das ganz sicher nicht. Und da sind wir tot. Wir sind noch nicht tot. Jetzt sind wir tot. Wir sind tot. Meine Damen und Herren, wir sind tot. Zu schade. Boah, ja, das war knapp. Ich dachte echt kurz, wir könnten es noch schaffen, beziehungsweise ich, aber na. Hat dann leider doch nicht so funktioniert. Wie es aussieht, fangen wir aber doch wieder ganz vorne an. Oh, das wird ein übler. Wenn wir echt jedes Mal ganz vorne anfangen, könnte das sich hier... Ja, wir fangen nicht wieder ganz vorne an, oder? Ist aber prinzipiell auch egal, selbst wenn wir wieder von ganz vorne anfangen. Es hat diesmal um einiges besser funktioniert. Zumindest die erste der drei Phasen. Und ich hoffe zumindest, dass ich meine Items auch wieder zurück habe. Alles andere wäre echt fies. Ich guck mal kurz. Nope. Zumindest die Lutscher sind weg. Aber der rotglühende Schuss ist wieder da. Das ist... tatsächlich hilfreicher. Kann aber auch sein, dass wir deshalb einfach nicht... Ne, ich habe keine Ahnung. Ich habe meinen rotglühenden Schuss, der Rest ist mir jetzt dann erstmal egal. Und es ist vor lauter Umgebung hier tatsächlich momentan manchmal nicht so leicht zu erkennen, wann sie angreift und wann nicht. Aber ich glaube, die Kettensäge war schon die richtige Wahl. So, war's das etwa schon? Auf jeden Fall haben wir Jeanne mal aus hier raus befreit. Damn, woman, I thought I told you to chill. You got more important shit to do than dealing with this monstrosity. Jean. Jean, get up. You're going to be late. Jean, it's time. Get up. Please, Jean, wake up. John! Cereza. What do you need? A wake-up kiss or something? You never were much of a morning person, were you? This... But this is...
Sereza, you came here to rescue me? Are you insane? You took the words right out of my mouth. Let's go. What's happening? You need to get back to your body and get some rest, too. Be careful, Sereza. Something big is going to happen to our world. I know. Just go home. And no stopping or turning around along the way. I thought I'd fucked up my business. Gotta hand it to you. This is quality. The perfect palette for an artiste. Now, time to do my dirty. So that's how that works. Well, not very romantic. Got a nice glow about it, don't you think? As for its power, well, you don't need me to explain the finer points of fucking shit up, do you? Okay, dann war es das für Kapitel 11. Und ich kann mir irgendwie nicht vorstellen, dass das hier wirklich die Herrscherin von Inferno war, aber lassen wir es mal dabei. Wir haben wahrscheinlich wieder eine neue Waffe gekriegt, das heißt, ich muss mich im nächsten Part entscheiden, ob ich nun die Kettensäge und die neue Waffe oder die Schwerter und die neue Waffe nehme. Das ist allerdings auch wieder echt eine schwere Entscheidung. Hier haben wir die Peitsche nämlich erhalten. Und ich glaube, ich nehme einfach mal die Schwerter und die Peitsche. Aber lasst euch überraschen, wenn wir im nächsten Part dann wahrscheinlich wieder gegen den Lumenweisen kämpfen. Von daher, wir sehen uns gleich wieder, wenn es weitergeht mit Bayonetta 2 und Kapitel 12.